Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich habe mal eine Frage. Stimmt das? Ich kann mir jetzt mal nicht vorstellen, dass wieder Maskenpflicht ist in Ihrer Klinik. Das können Sie sich gerade vorstellen. Wir haben Maskenpflicht, genau. Also zumindest die medizinische. Das heißt, also wenn ich jetzt jemanden besuchen möchte? Wir haben welche da. Da liegen welche raus. Ja, aber wenn ich jetzt keine Maske tragen kann? Haben Sie einen Attest? Noch nicht. Ja gut, dann müssen Sie es klären. Aber bei letzten Corona-Dings hatten wir sogar mit Attestleuten nicht reingelassen. Das haben wir jetzt noch nicht so. Wir haben jetzt ganz normal Pflicht, Maskenpflicht. Und wie das mit den Attest ist, das wird dann wahrscheinlich, muss man schauen. Ja, aber ich habe jetzt mal eine Frage, das ist aber nicht gesetzlich vorgeschrieben. Also jeder hat ein Hausrecht und sind mehrere Krankenhäuser, die schon die Wochen davor auch immer mit Masken die Patienten und die Besucher reingelassen haben. Wir sind jetzt erstmal die Woche dran. Es ist einfach draußen zu viel los, es sind zu viele Kranke. Ah ja, auch weil immer hatte ja nicht nur Corona. Die Grippe haben. Ja, gut, Corona nennt man jetzt Grippe. Genau, es ist jetzt Corona, dass man sich so ein bisschen schützen muss irgendwie. Und meinen Sie, mir passt das, ich muss 8 Stunden die Maske tragen. Oh ja. Gefällt oder nicht? Oh Gott, das ist ja schlimm. Ja? Die Antwort ist, aber wenn ich jetzt als Patient bei Ihnen drin liege im Zimmer. Also, wenn Sie rausgehen und sich hier bewegen im Krankenhaus frei, müssen Sie eine Maske tragen. Ja. Auch im Zimmer nicht, glaube ich. Gut, okay, dann danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte. Tschüss. Nachricht 1.